Sebastian arbeitet in einer Currywurstbude. Teilweise pfeffere ich mir wirklich, wenn ich Heißhunger habe, 10 Currywürste rein mit Zwiebeln und 6 Brötchen. Wenn ich nach Hause komme, sagt meine Freundin immer so, Mann, du stinkst wieder nach Currybude. Dann standen halt Kunden von mir und haben gesagt, 10 Cent teurer, das geht doch nicht. Stimmt es, dass man sein Geschäft hinter dem Wagen erledigt? Heute nehmen wir eine deutsche Institution unter die Lupe, die Currywurst, und zwar mit Sebastian. Sebastian arbeitet in einer Currywurstbude und ihr seht es schon, wir haben ihn nicht verfremdet. Das hat einen Grund, und zwar Sebastian kann und möchte offen über eure Fragen sprechen. Und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt inside Currywurstbude. Currywurst ist ja jetzt ein Essen, was man, also ich persönlich, nicht jeden Tag essen würde. Aber vielleicht sieht das bei dir ein bisschen anders aus. Ich möchte reingehen mit der Frage von Draunbaum 8993. Er oder sie möchte wissen, würdet ihr selber essen, was ihr verkauft? Tatsächlich, ja. Teilweise pfeffere ich mir wirklich, wenn ich Heißhunger habe, 10 Currywürste rein mit Zwiebeln und 6 Brötchen. Bitte was? Ja, 10 Currywürste. 10 Currywürste? Als ein Essen? Ja. Also ich nehme mir 2 runde Teller, also beziehungsweise das ist mein Kollege, ne? Yeah. Er macht 2 runde Teller, A5 Currywürste, nur für mich, mit extra mehr Ketchup, bisschen Curry, rohe Zwiebel drauf und dann noch die Brötchen dazu. Und dann bin ich glücklich. Also wie kommt dieser Körper zustande? Ich bin nicht beim Sport, aber ich war jetzt sehr aktiv beim Sport und deswegen konnte ich viel essen. Und wovon würdest du bei euch die Finger lassen? Es gibt eine Sache, aber die haben wir auch nur am Mehringdamm. Und zwar geht es um die Kesselware. Da haben wir auch solche Unterdamm, die halt im Wasser sind. Die habe ich mal probiert. Mhm. Es ist nicht mein Geschmack. Ne? Mhm. Aber es gibt viele, die halt das gerne essen, weil es die Urgestein-Currywurst ist. Ja? Ah, das ist die Original-Currywurst. Das ist die richtig Original, die im Wasserbad ist. Das ist die richtige originale Currywurst. Und die wird nur gekocht und dann nicht mehr gebraten? Genau. Die wird also roh halt reingeschmissen ins Wasserbad, ja, und dann wird sie halt aufgekocht. Ne? Und dann, okay, ist es halt die originale Currywurst. So wurde sie ja damals halt kreiert. Und die ist auch mit Darm dann natürlich? Ohne Darm. Die ist ohne Darm ohne und wird Darm. Ohne Darm gekocht? Genau. Da habe ich noch nie was von gehört. Ich habe das damals geguckt, wie ist die originale Currywurst. Und da stand es auch drin in der DDR-Zeit, dass Hertha Heuer halt eine Currysoße hatte und hat halt eine ohne Darm halt gekocht, weil der Darm zu teuer war. Und Öl war ja auch zu diesem Zeitpunkt teuer. Also hat sie den Wasserbad aufgekocht und hat einfach ihre Currysoße draufgeschmissen. Und dann wurde sie so serviert und da ist auch der Patent drauf. Home of Cinema möchte wissen, wie oft wird das Fritteusenfett gewechselt? Wir haben 3 Becken. Das erste Becken wird halt runtergespült, also wird runtergepumpt, wird halt gefiltert. Dann geht es halt ins andere Becken und ins letzte. Und das letzte wird, glaube ich, jeden zweiten Tag gewechselt komplett. Sozusagen, das geht immer von einem Tag immer weiter. Genau. Und in dem ersten Becken finden wir immer ein neues Öl. Das heißt also, es ist halt immer fast klar, das Öl. Und das aber im dritten Becken, das ist dann schon 3 Tage alt? 2. Und was macht ihr jeweils in den Becken? Also macht ihr in allen 3 Becken dann Pommes? Nein. Wir haben verschiedene Becken. Im ersten Becken werden halt nur Pommes gemacht. Mhm. In dem zweiten kommt halt Pommes und vegane Sachen. Mhm. Und im letzten Becken ist das Fleisch. Warum hat man sozusagen im ersten Frisches, dann weniger Frisches und dann 2 Tage altes? Das kann ich jetzt auch nicht genau beantworten, weil ich habe das halt übernommen über vor 8 Jahren. Und warum kommt das Fleisch in das schlechteste Fett? So schlecht ist das Fett jetzt auch nicht, aber durch halt Platzmängel haben wir halt die Option halt, dass wir halt diese Fleischmengen halt in den Fritteuse halt 3 machen. Und die Pommes sind dann noch ein bisschen wichtiger als das Fleisch? Beides gleich wichtig. Wir sind hier in Berlin. Du bist aus Berlin. Du arbeitest in Berlin in einer Currywurstbude. Es gibt aber auch in NRW Currywürste. Dann. Ja, da würde ich jetzt gerne mit dir reingehen. Und zwar mit der Frage von der eukalyptische Reiter. Welche Currywurst wird bevorzugt? Berliner oder die Brat-Currywurst aus NRW? Ich glaube, der eukalyptische Reiter hat auch eine Tendenz, was er besser findet. Also ich glaube, NRW serviert nicht nur alleine Rostbratwürste als Currywurst, sondern sind auch die ganzen anderen Bundesländer. Zusätzlich kommen natürlich auch die Krakauer. Berlin ist halt sehr, sehr speziell, auch die ohne Darm und mit Darm. Also ich glaube nicht, dass andere Bundesländer auch diese Mitdarm und Unterdarm servieren, aber... Schon mal eine von drüben gegessen? Wir haben auch originale Rostbratwürste da, auch von, ja, halt von Thüringen, die halt separat zu uns geliefert werden. Ich habe das mal probiert und im Vergleich zu den normalen Currywürsten, da fehlt bei der Rostbratwurst einiges an Geschmack. Ja, also schon, du hast da eine klare Meinung. Und wie oft kommt es vor bei euch, dass jemand Pommes-Schranke bestellt? Gibt es wirklich Leute, die ernsthaft vor dich treten, sagen, ich hätte gern die Currywurst ohne Darm und dann einmal Pommes-Schranke? Also ich frage immer ganz trocken, soll ich eine ganze Schranke raufmachen oder eine halbe Schranke? Ne? Dann muss, wenn sie halt dann sagt, eine ganze Schranke, dann muss ich erstmal die Schranke erstmal holen gehen. Ne? Das dauert halt ein bisschen. Ah ja, also du hast da auch einen Gag auf Lager. Genau. Ja.
Aber ich glaube, Berlin ist es halt typisch, dass man Schranke sagt. Ne? Weil Rot, Weiß, Union. Ne? Aber das Verrückteste, was ich jemals gehört habe, war zum Beispiel jetzt, kam halt ein Gast an und sagt so, ja, hallo, ich möchte eine CPM. Na, jetzt fragst du dich, was ist CPM? Currywurst, Pommes, Mayo. Das ist gut. Ja, wenn man weiß, was es ist. Wenn man weiß, ja. Aber, und du musst ja trotzdem nachfragen, weil du weißt ja nicht, ob mit Darm oder ohne Darm. Richtig. Das Thema Gastronomie und Preise war im letzten Jahr wirklich ein riesengroßes Thema. Weil klar, es wird alles immer teurer und auch die Currywurst. Und Texterin Sanja möchte dazu wissen, ich bin mal eklig. Ach, Sanja, nein, das ist eine gute Frage eigentlich. Warum kostet eine schnöde Bratwurst im Pappbrötchen mittlerweile 5 Euro oder mehr? Das ist natürlich die Frage, wo kostet sie 5 Euro? Bei uns kostet sie nur 2,90. Also eine Currywurst pur mit Brötchen kostet 2,90. Ja, keine Currywurst, das ist ja eine Rostbratwurst im Brötchen, das ist ja wieder was ganz anderes. Das stimmt, ja, Sanja, da geht es jetzt um die Bratwurst. Was kostet die Currywurst? Die kostet ohne das Brötchen 2,60 und mit Brötchen 2,90, das ist halt human. Wir hatten letztes Jahr, Januar, eine Preiserhöhung von 10 Cent. Dann standen halt Kunden von mir und haben gesagt, 10 Cent teurer, das geht doch nicht. Also bei euch, das ist ein emotionales Thema dann auch sofort. Genau. Also ihr könnt gar nicht bis ins Unermessliche gehen, weil euch eure Kunden dann abspringen? Wir könnten höher gehen, genauso wie die anderen Currywurstbuden, aber wir wollen halt, dass halt Gäste kommen, dass sie wiederkommen und wissen, okay, wir haben gute Qualität für einen schmalen Taler. Ein großer Fan von eurem Laden war Gerhard Schröder. Es gibt ja diese Geschichten, dass er sich oft abends noch mal vorbeifahren lassen hat, um dort noch mal eine Currywurst zu essen. Da schließt vielleicht auch die Frage von BlackSun84 an. Es ist eigentlich keine Frage, es ist mehr eine Aussage. Endlich wird Herbert Grönemeyer interviewt. Nein, wird er nicht, er ist Sebastian. Herbert Grönemeyer ist natürlich jemand, der durch seine Bochumer Herkunft auch für die Currywurst steht. Kommst du von dem Schlicht, natürlich gibt es nicht als die Currywurst. Die Frage ist, war Herbert Grönemeyer schon mal da bei euch? Es könnte gut sein, bei mir noch nicht. Es sind aber dafür halt viele andere Prominente da bei mir. Jetzt hau mal ein paar Namen raus. Dafür sind wir ja auch da. Mario Barth? Sagt mir nichts. Mario Barth? Sagt mir nichts. Nee. Gar nichts? Na, sagt mir nichts. Wie kann man das nicht kennen? Julian Stöckel zum Beispiel. Und jetzt noch ein paar richtige Promis? Wir waren ja auch ab und zu mal auf Events gebucht. Da war ich halt bei Mario Guido Kretschmer. Mhm. Und da waren natürlich auch die Bosshaus unterwegs. Ne? Und halt auch ganz viele diverse Prominente. Das könnt ihr gar nicht mal aufzählen, weil so viele sind. Ist es schon mal vorgekommen, dass du einen Promi nicht erkannt hast und dann irgendjemand meinte, hey, warte mal. Gab es wirklich mal einmal. Zum Beispiel von Jackass war halt der Produzent da. Das habe ich ihn gar nicht erkannt, weil ich kenne ihn halt nur entweder halt mit Schmink oder halt mit Maske und sowas. Dann steht er da und sagt so, ja, ich habe jetzt einen Filmdreh auf Englisch. Ne? Ich sage nur so, hä? Wie Filmdreh? Und dann kommt halt mein Vorgesetzter von der Ecke und sagt, ja, der hat hier einen Termin und macht jetzt noch einen Filmdreh mit seinem Team. Ah, die haben bei euch dann auch gedreht? Am Zoologischen Garten. Ich möchte nicht wissen, was die mit der Currywurst alles angestellt haben, deswegen mache ich einfach direkt weiter. Danger D möchte dazu wissen, stimmt es, dass man sein Geschäft hinter dem Wagen erledigt? Nein, überhaupt nicht. Wir haben auch solche Dusche da, wir haben Toiletten da, privat alles halt. Und Spind und Umkleiden sind auch alles da. Das heißt, ihr seid versorgt mit seiner Einrichtung, sogar. Um das mal ein bisschen anständiger auszudrücken. Wie sieht denn der Arbeitsalltag aus bei euch? Weil ihr habt ja wirklich bis spät in die Nacht auf. Wir haben das Geschäft von 5 Uhr bis 9 Uhr geschlossen. Sonst ist halt komplett offen. Es fängt ja um 7 Uhr an. Das heißt also, die Frühschicht kommt dann und halt bereitet die ganze Ware vor. Also die nehmen halt die Würste, ritzen die an, bereiten zum Beispiel die Fleischbisse schon mal vor, braten Zwiebeln an, da werden Nuggets abgebraten. Und, dann kommt halt die Spätschicht. Die fängt um 15 Uhr an. Die verkauft hauptsächlich nur und sorgt nebenbei halt für die Sauberkeit. Also um 23 Uhr beendet halt die Spätschicht ihre Schicht und dann kommt halt die Nachtschicht. Und die Nachtschicht ist halt dafür zuständig, auch halt zu verkaufen, aber halt komplett den ganzen Laden, wenn halt schließt, komplett alles sauber zu machen. Wie hast du es mit dem Geruch? Weil der Geruch, auch wieder von den Würsten, von den Fritteusen, ist ja schon sehr, sehr intensiv. Kommst du abends nach Hause und denkst so, boah, ey, ich stink schon wieder alles weg in die Waschmaschine. Gar keinen Bock mehr? Oder riechst du das gar nicht mehr? Ich glaube, nach einem Monat arbeiten riechst du es gar nicht mehr. Yeah. Wenn ich nach Hause komme, sagt meine Freundin immer so, Mann, du stinkst wieder nach Currybude. Ja, wir müssen uns mit dem Kernprodukt beschäftigen. Und zwar mit der Frage von Wubulixi. Und er oder sie möchte wissen, wie ist die Fleischqualität? Werden auch manchmal Gammelwürste verwendet? Nein. Rhetorische Frage, aber lass mal reingehen. Wo kommen die Würste her?
Und wie frisch sind die? Kommen die tiefgekühlt an? Die kommen immer frisch. Also wir kriegen also jeden Tag eine Belieferung, je nachdem, was wir wirklich tatsächlich brauchen. Wir bestellen ja nicht en masse wie 2 Tonnen Fleisch und dann ist halt eine Tonne schlecht. Sondern wir bestellen immer die Tagesmenge, was wir tatsächlich verkaufen und was wir überhaupt brauchen. Und wer stellt die her? Die Fleischer Joppe. Der Fleischer Joppe aus Berlin. Hat die Wurst irgendeine Art Gütesiegel? Hat die Wurst, gibt es eine Bio-Qualität? Was ist das für eine Wurst? Wir haben auch Bio-Würste. Da wird auch mal halt der Bio-Standard auch geprüft, ob wir auch Bio-Qualität anbieten. Unser Bio-Lieferant, also der Haflender. Okay, die Bio-Wurst kommt von einem anderen Fleischer? Ja. Und ist das geschmacklich dann auch eine andere Wurst? Ich muss sagen, ich bin halt so ein Feinschmecker. Ich mag es halt ein bisschen kräftiger. Ne? Mhm. Also die normalen gefallen mir besser. Manche Kollegen finden auch die Bio tatsächlich auch besser, aber das kann man halt nicht jedem recht machen. Die Wurst ist das eine, die Soße ist das andere und die ist meiner Meinung nach fast noch essentieller als die Wurst. Deswegen gehen wir da mal rein mit der Frage von Niklas Ludwig 3159. Niklas möchte wissen, was ist wirklich in der Currysoße und wie frisch ist sie? Und zwar ist auf jeden Fall 87% Tomatenmarkanteil, Gewürze drin. Aber Gewürze heißt nicht Curry. Also der Ketchup ist curryfrei. Ich glaube, in so einem normalen Ketchup ist halt etwas Essig drin und Zucker. Und der Rest ist halt, glaube ich, ein bisschen Wasseranteil. Und beim Bio ist ein bisschen mehr Essig drin. Ich schock dich jetzt mal. Niemals. Doch, weil für mich muss die Soße auch schon Curry haben. Ich finde, eine Currywurst, die muss so richtig in so einer sämigen Ollen, auch gerne Gewürzketchup, richtig, weißt du, so, das darf mir nicht zu gesund schmecken. Und dann ist für mich eine Currywurst perfekt. Das geht so nicht. Siehste, ich wusste es. Deswegen können wir das einfach mal in die Community geben. Was bevorzugt ihr denn? Ketchup, normal, mit Currypulver oder direkt alles zusammen, schön Currysoße? Ich gebe das mal einfach offen zur Diskussion. Denn ich weiß, was besser ist. Wenn wir jetzt den Ketchup haben ohne Currypulver, wie viel Currypulver gibst du drauf? Ist das so eine Bewegung, sind das 2, 3? Was ist da so der perfekte Grad? Also ich habe immer den Curryschaber, ich mache mal 3 gute Schläge rauf. Mhm. Und wenn man mehr möchte, dann kann man das einfach dazu sagen und sagen, gib ordentlich Gas. Jeder Wunsch, der Gast möchte, erfüllen wir natürlich sofort. Jeden Wunsch? Fast jeden. Du hast schon angedeutet, bei euch ist alles möglich. Ihr erfüllt jeden Wunsch, fast jeden Wunsch. Mal schauen, wie weit wir da gehen können. Und zwar mit der Frage von DJ Ebi, 1985. Ebi möchte wissen, was muss ich bei der Bestellung sagen, damit ich wirklich die weltallerbestigste Currywurst mit Pommes bekomme? Und nicht so eine Standard-Normalo-Currywurst. Eine ohne Darm, leicht Curry drauf, Ketchup, Brötchen und rohe Zwiebeln. Rohe Zwiebeln? Ist das der Geheimtipp? Bei der ohne Darm, ja. Mitdarm nicht? Bei Mitdarm finde ich eher die gedünsteten Zwiebeln besser. Spannend. Das ist halt so eine Mischungssache. Ne? Das eine hebt den anderen hoch. Ne? Also sagen wir halt, die rohen Zwiebeln heben halt die ohne Darm ein bisschen hoch. Und die gedämpften Zwiebeln, die heben halt die ohne Darm, also die Mitdarm hoch. Ne? Und wie stark angebraten? Also magst du es eher so ein bisschen krustiger oder eher so kurz? Die ohne Darm muss immer saftig bleiben und die Mitdarm muss kross sein. Okay. Die muss halt diesen Raucharoma haben, ne, durch dieses Angebratene. Was war das Absurdeste, was mal jemand bei dir bestellt hat? 2 ohne Darm, Currypulver drauf und Mayonnaise. Ohne Ketchup? Mhm. Fürchterlich, fürchterlich. Das tut weh, das rauszugeben, ja, oder? Hast du es mal probiert dann? Was? Also mich wird es dann schon, weißt du, so mal so eine, die dann irgendwo übrig ist, dann mal so. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so schlecht ist. Ich habe es mal mit Ketchup und Mayo probiert. So langsam, du hast dich so langsam rangerobbt. Es ist schon okay, aber es ist halt sehr, sehr magenlastig, ne? Weil es halt zu viel dann auf einmal fettig ist. Wir haben nicht nur bei YouTube Fragen gesammelt, sondern auch auf Instagram. ZDF besser ist auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr schon folgt. Wahrscheinlich, aber wenn noch nicht, dann jetzt folgen. Und vielleicht beim nächsten Mal eine Frage stellen, so wie Peters Jörg. Der möchte nämlich wissen, was ist das beste Rezept für Currywurst zu Hause? Ich sag immer so, wenn du eine Currywurst machst, mach es so wie wir. Brat das ein bisschen im Fett an, ne? Dass er halt schön kross ist, als Volumen aufnimmt, dass sie ein bisschen fluffiger wird dadurch. Schneid sie dir, mach dir schön Ketchup drauf, Currypulver und dann ist schön. Und Currypulver einfach irgendeins? Das ist genauso wie mit Schokolade, ne? Jede Schokolade schmeckt anders. Man kann auch Schokolade drauf machen zum Beispiel. Hatten wir schon gehabt. Wie bei euch? Ja. Da hatten wir auch ein Interview gehabt von Explosiv, da kamen sie halt rüber und haben gesagt, wir machen jetzt eine Currywurst Hawaii mit Ananasstückchen oder mit Smarties. Wie war das?
Es war verblüffend gut. Es war verblüffend gut. Weil die Smarties, also die haben ja so eine kleine Schale und drinnen war das halt so ein bisschen zerlaufen. Und halt diese Schale war immer noch hart. Als du raufgebissen hast, ist es halt zerschmolzen. Und am Ende ist es süß, ja? Und ja. Süß mit dem Ketchup und mit der Wurst, klar. Also, wenn ihr zu Hause eine Currywurst machen wollt, gerne so eine gute Hand Smarties einfach drüber. Das ist unser Geheimtipp. Vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du uns die große Welt der Currywurstbuden gezeigt hast, uns mitgenommen hast, meine Fragen beantwortet hast, die Fragen der Community. Und eine Frage habe ich jetzt aber noch an euch. Und zwar, welche Currywurst mögt ihr am liebsten? Mit Darm, ohne Darm, Bio, Vegan, Groß, Klein, NRW, Berlin. Schreibt es rein, was ist eure Lieblingscurrywurst? Vielen, vielen Dank, Sebastian. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, als besser essen ist gut, besser ist abonnieren, noch besser.